Erstens fantastisch organisiert und zweitens sind natürlich die Spielformen, die wir hier sehen, großartig. Weil wir haben jetzt G&F-Jugend gesehen, 3 gegen 3 und jetzt auch 3 gegen 3 plus Torwart. Man hört die ganze Zeit den Jubel, es fallen Tore, es wird, gibt Zweikämpfe, es gibt Dribblings. Also all das, was den Fußball ausmacht, ist hier. Und wir wissen das, dass das ja, tolle Formate sind für die Kids, was es immer wieder schön ist, auch zu sehen und zu erleben. Ich denke, es soll Vorfreude auf den Fußball insgesamt bringen, also sodass wir uns auch ganzjährig auf das Miteinander auf dem Fußballplatz freuen. Und da muss ich wirklich Hannes Wolf und sein Konzept loben, wenn man sieht, welche Begeisterung hier in den Formaten, ob 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder wer auch immer gegeneinander spielt. Das ist wunderbar anzusehen und vor allen Dingen alle spielen und haben Ballkontakt und haben Freude. Mir hat es auch gefallen. Also man sieht, wie gut die Stimmung hier ist. Ja, man will gewinnen, man will immer aufsteigen. Ja, und ich denke auch für meine Weiterentwicklung hätte das gut getan. Ich habe so Turniere geliebt. Es war immer eine mega Stimmung. Es hat mir am meisten Spaß gemacht, auch in meinem jungen Alter. Darauf habe ich mich immer am meisten gefreut. So denke ich, bleiben auch die Kids länger am Ball und genießen einfach die Zeit und haben Spaß dran. Man ja auch immer wieder, was ja auch von uns aus der Bundesliga gefordert wird. Wir brauchen wieder diese Straßenkicker, wir brauchen diese Bolzplatz-Mentalität. Und Bolzplatz früher war immer 2 gegen 2, 3 gegen 3, 4 gegen 4. Ich finde, dass der Wettbewerb überhaupt nicht abgeschafft wird, sondern es ist einfach eine andere Form. Und ich sag mal, die Kinder spielen ja an einem Spieltag quasi viel, viel mehr Spiele. Jedes Kind bekommt extrem viel Spielzeit, natürlich extrem viel Ballkontakte, weil jeder im Einsatz ist und eben nicht auf der Bank Platz nehmen muss. Es geht immer wieder darum, sag ich mal, junge Menschen für den Sport zu begeistern, viel Ballkontakte zu haben, den Spaß zu vermitteln, denn wenn man mit Spaß bei der Sache ist, glaube ich, dann entwickelt man auch Träume, dann entwickelt man auch Ziele, dann eifert man seinen Idolen nach und das kann man natürlich nur, wenn man den Ball am Fuß hat, selber vielleicht mal den Torerfolg hat, solche Momente, solche Facetten, die wunderschön sind an unserem Sport und genau das wird sich positiv auswirken.